Willkommen bei Turbine Intim, heute mit Johanna Elsig, ein ganz neues Format. Ich freue mich drauf. Wir werden einige spannende Erfahrungen machen. Wir werden sowohl etwas über Johanna als Person, als Mensch erfahren, als auch über ihren aktuellen Stand sportlich gesehen. Also, seid gespannt, gleich geht's los. Sehr, sehr lange Leidenszeit hinter dir. 7 Monate hast du gebraucht, bis du jetzt endlich wieder auf dem Platz stehen kannst. Wie fühlst du dich? Sehr glücklich. Ich bin froh, dass ich endlich wieder auf dem Platz darf, dass ich mit der Mannschaft mittrainieren kann. Es war eine sehr lange Zeit in der Reha, auch eine sehr harte Zeit, aber wo ich auch definitiv wieder viel gelernt habe. Und umso fröhlicher bin ich jetzt, einfach wieder auf dem Platz zu stehen, Fußballschuhe anzuziehen und gegen den Ball treten zu dürfen. Das glaube ich ja. Welchen Stellenwert hat der Fußball allgemein für dich? Schon ein relativ hohen. Natürlich ist es nicht alles im Leben, aber ich habe natürlich auch jetzt sehr viel dafür getan, wieder auf dem Platz zu stehen. Schon irgendwo momentan die erste Priorität. Ich mein Studium gerade frisch durch und möchte dann schon mich konzentrieren, dass ich wieder richtig reinkomme, dass ich wieder vielleicht auch einfach mal eine Saison durchspiele. Aber ja, letztendlich möchte ich auf jeden Fall auch mich beruflich weiterentwickeln und dementsprechend kann man schon sagen, dass es, wenn ich wieder studiere oder arbeiten gehe, 50-50 angesetzt ist. Okay, was zeichnet dich denn als Fußballerin auf dem Platz aus? Ich denke, dass ich schon eine gute Aggressivität auf dem Platz mitbringe und dass ich wirklich immer versuche, alles zu geben, auch für die Mannschaft. Eventuell auch wahrscheinlich dieses Dirigieren, was ich dann hinten mache, was auf meiner Position auch öfters gefordert ist, wenn ich dann spiele. Und auf jeden Fall dieses Kämpferische, denke ich, das sind alles so die Dinge, die mich auszeichnen und die auch mein Spiel ausmachen. Und wenn ich das nicht machen würde, würde ich auch, glaube ich, nicht gut in ein Spiel reinkommen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, danke. Jojo, gerade eben noch in deinem Sportoutfit, jetzt ganz im privaten Klamotten. Genau. Ist das so dein normaler Style, dein Outfit? Hast du da Präferenzen? Also das ist schon was, was ich gerne trage im Alltag, also wirklich eine Jeans, eine enge, eine Bluse, vielleicht auch mal ein T-Shirt mit einem Cardigan oder so, aber das ist schon das, wo ich mich wohl drin fühle und was ich auch im Alltag immer anziehen will. Schön, steht dir. Danke. Jojo, ich habe dich ja eben schon gefragt, was deine fußballerischen Eigenschaften so ein bisschen sind. Wie würdest du dich selber denn als Menschen beschreiben? Also ich denke definitiv temperamentvoll, dass ich... Ich zeige immer sehr viele Emotionen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben und ich brauche Menschen um mich herum. Also ich mag es einfach auch nicht, dann irgendwie alleine mal abends auf der Couch sitzen. Ich habe lieber Freunde bei mir, dass wir zusammen kochen oder sonstiges. Und ja, du hast jetzt nicht unbedingt nach 3 gefragt, deswegen finde es immer ganz schwer. Das würde mir jetzt auf die Schnelle so einfallen eigentlich. Ja, ja. Kochen klingt gut, wir 2 kochen gleich auch. Richtig, ja. Also, freue ich mich drauf. Auf lässt sich ja öfters von mir bekommen. Wir kochen heute gemeinsam. Es gibt Kartoffeln, Spinat und Ei. Jojo, achtest du denn auf deine Ernährung? Ist das so ein Alltagsgericht für dich? Schon. Also ich achte schon auf meine Ernährung. Ich bin jetzt nicht so diejenige, die immer Salat isst, einfach weil ich es nicht mag. Aber eigentlich ist es schon so, dass ich versuche, wirklich Gemüse zu kochen, gesund zu kochen, einmal am Tag auch warm zu essen. Mhm. Und denke, dass man auch mit der richtigen Ernährung auch viel erreichen kann, auch sportlich. Deswegen ist es auch, denke ich, ganz wichtig. Na dann, auf geht's. Ja, weiter. Bis unser Essen hier fertig ist, gehen wir jetzt nochmal rauf auf Johannas Dachterrasse. Sie hat nämlich einen wunderbaren Ausblick über ganz Potsdam. Also lasst uns mal überprüfen, ob das wirklich stimmt. Was geht in dir vor, wenn du diesen tollen Ausblick über Potsdam und das Schloss Sanssouci hast? Schon sehr schön. Also das bestärkt mir eigentlich immer wieder, dass ich mich hier wirklich sehr wohl fühle und dass Potsdam sehr, sehr viel zu bieten hat. Ja. Sowohl historisch als auch einfach, partymäßig vielleicht jetzt nicht so viel, aber
Man kann schon einiges unternehmen, man kann lecker essen gehen und es ist schon auf jeden Fall sehr, sehr schön, auch wenn man Besuch bekommt, hier einfach allen zu zeigen, wie es hier so aussieht. Ja, also auch ich bin begeistert von diesem Ausblick. Kommst du im Sommer auch oft hierher? Verbringst du viele Sommerabende oder auch den Nachmittag nach dem Training zwischen Einheiten hier oben, um so ein bisschen abzuschalten vom Alltag? Also ich muss zugeben, dass ich jetzt die letzten Jahre gar nicht so viel hier oben war. Das eigentlich letztes Jahr so ein bisschen für mich entdeckt. Aber es ist sehr, sehr schön hier, wenn man abends einfach nach dem Training hochkommen kann, ist es warm, man kann vielleicht noch was Kaltes trinken oder mit Freunden hier oben sitzen, einfach ein bisschen quatschen und abzuschalten. Das ist, glaube ich, besser, als wenn man in der Hitze im Wohnzimmer dann sitzt und denkt, oh Gott, jetzt aber mal raus. Und doch, es ist schon schön zum Entspannen. So, das war's jetzt auch schon von uns beiden. Wir zwei müssen jetzt los, unser Essen ist fertig. Jojo, vielen, vielen Dank, das hat mir echt Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch. Dann lass uns losgehen. Ja, ich hab Hunger. Auf geht's.